Beuys gilt als einer der bedeutendsten deutschen Künstler des 20. Jahrhunderts. Allerdings erschließt sich sein Werk nicht jedem Betrachter auf Anhieb. So reinigte einst eine Putzfrau eine Beuysche Badewanne im Museum, beherzt von ihren Schmutzrändern, nicht wissend, welchen künstlerischen Wert sie da gerade wegwischte. Selbst in Düsseldorf, wo Beuys lange wirkte, wurden seine Arbeiten von vielen belächelt. Jetzt, fast ein Vierteljahrhundert nach seinem Tod, kehrt der Geist von Beuys an den Rhein zurück. Ute Pauling. Der Raum spielte in Josef Beuys Werken eine zentrale Rolle. Seine letzte Installation, dieser Schrein in einem lichten Raum mit goldenen Spiegeln, wurde 4 Wochen vor seinem Tod 1986 in Neapel fertiggestellt. Palazzo Regale, ein biografisches Objekt. Vielleicht das ästhetischste Kunstwerk des Aktionskünstlers, dem Düsseldorf eine umfangreiche Retrospektive widmet. Josef Beuys sei sehr sensibel gewesen, sagen Zeitgenossen. Seine Ideen mitreißend, wenn er sie erklärt habe. Wenn er selbst da war, und zwar das war das Faszinierende, und hat erklärt, dann konnten sie seinen Gedanken sehr gut folgen. Und ich war, nur die waren dann teilweise so kompliziert, dass im Nachhinein, wenn er nicht mehr da war, wenn sie ihm nichts mehr fragen konnten und so weiter, dann war das für einen, der nicht seine Kapazität hatte, etwas schwer nachzuvollziehen. Rätselhaft sind seine Zeichnungen. Der Betrachter muss sich schon Zeit nehmen, um die Botschaften zu entschlüsseln. Eine große Auswahl seiner Papierarbeiten sind zu sehen. Der Mensch Josef Beuys war offenbar unkomplizierter als der Künstler. Wenn Sie Auskünfte haben wollen, hat er Ihnen Auskünfte gegeben. Er war, und nicht nur mit mir als Galerist, wenn da ein junger Künstler daneben stand, hat er sich genauso mit ihm befasst wie mit anderen. Er war ein außerordentlich leutseliger und unkomplizierter Mensch. Sein Kunstbegriff überstieg bei weitem den konventionellen Kunstbetrieb. Vieles von dem, was von seinen politischen Aktionen übrig blieb, wollte Beuys, so wie hier im Museum abgelegt, wiedersehen. In Düsseldorf ist auch die Meute besonders schön inszeniert. 1969 Symbol für den politischen Aufbruch der Massen in eine utopische Welt. Licht, Fett und Filz als Überlebenspaket. Die neuen Räume erlauben eine sehr dynamische Perspektive. Er wollte die kollektive Kreativität der Menschen wachrufen, um darüber die Gesellschaft zu verwandeln. Mit Aktionen zum Denken verführen sollte zum Beispiel die tagelange stumme Begegnung des europäischen Künstlers Beuys mit einem Kojoten, der für ihn das ursprüngliche Amerika verkörperte. Als sein Büro für direkte Demokratie in Düsseldorf geschlossen wurde, schuf er aus den Einzelteilen eine Installation, die wie kaum eine andere verrät, was ihn umtrieb. Denken, Seele, Gefühl, Energie und Bewegung. Es sind die Schlüssel zu seinem Werk. Und die große Werkschau mit dem Titel Parallelprozesse ist jetzt in der K20-Kunstsammlung in Düsseldorf zu sehen.